Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Origins. Und warum willst du hier arbeiten? Selbst bis ins ferne Kyrene habe ich von der Brauerei von Zeit. Okay, ja, super, ja. Okay, also. Gucken wir mal. Oh. Weitet. Nummes Neo Gedian? Oh! So, nachdem mein letztes Headset nämlich defekt war und ich ein neues bestellen musste, ich habe mir jetzt das Teufel Cage geholt. Mal gucken, wie es jetzt ist mit der Tonqualität und alles. Amosis? Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetos Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sepheto erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss, mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetos Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Okay. Wohin? Wohin? Welchen Küsten? Ach, wir stehen da schon drinnen. So. Aber hier können wir ein bisschen looten, doch. So, hier gab es ja auch noch Krokos, oder? Na komm. Ihr verfluchten Fluss! Verfluchte Wasserschweine! Hilf mir, sie zu vertreiben! Blö, klappt nicht mehr so mit Zielen. In den Arsch! Noch eins! Ach komm. Wie nennt man dich? Bayek. Freut mich, Bayek.
Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sefetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sefetu? Harkuf hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Ja, dann. Dann machen wir das doch, oder? Kennst du Harkuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Harkuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sefetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht. Um sie zu beschützen, wie die Armen. So, haben wir mal ein Foto. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst. Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Oh? Du kannst nicht fliehen! Aus dem Weg! Gemeinsam! Schafft nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Okay, wir haben das Dorf abgefackelt, ja? Wir haben das Dorf abgebrannt, nein! Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Thank you.
Okay. Hey, was denn? Du hättest nicht herkommen sollen. Okay. Das ist wirklich von der Seite hier. Boah, 33 Meter 34. Muss aber noch irgendwo ein Schatz sein. Ja, ist es nicht?
Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Hast du das gehört? Ja. Bentu! Oh Götter! Unglaublich, du lebst! Ich lasse dich nicht zurück! Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Natürlich. Ich nehme ihn. Ja, wir haben ja alles weggeräumt, also von daher... Bedeutende Wachen. Ipi! Abana! Seid ihr da? Ich schreit hier übelst rum. Eigentlich verdeckt dorthin gehen und dann schreit ich übelst rum. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Duat zurückholen, aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. Hier. Hm? Ein bisschen was abarbeiten. Hier. Das ist auch abgeschlossen. Auch weg. Wilton. Ich sollte diesen Servus finden und sehen, was er über Sefetu weiß. Ob er mit dem Skarabäus in Verbindung steht. Ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer ihm wohlgesinnt ist. Müssen wir hier irgendwo... Die Steuereintreiber verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Meine Liebste, wir haben nicht genug Geld verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Aber was können wir tun? Ich will dich zu nichts überreden.
Aber ich werde meine Sachen packen und nach Metropolis ziehen. Meister Tahaka baut dort eine wunderbare Stadt für alle. Wow. Aber meine ganze Familie ist hier. Sei froh, dass du weder Frau noch Kinder hast. Du kannst einfach gehen. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Okay. Einen schönen Tag, Neb. Brauchst du heute vielleicht ein paar Metallarbeiten? Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister? Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Cepheto ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Cephetos Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Die beste Schmiede von Zeiss! Interessant. Und wonach suchst du heute? Ja, nach dir. Servus. Frag nicht nach ihm. Die Wache hat ihn getötet. Letopolis ist ein wahrgewordener Traum. Eine neue Heimat. Errichtet durch eure eigenen Hände. Der Weg ist, weiß Gott, nicht ohne Gefahren. Aber dafür erwartet euch dort eine ruhmreiche Zukunft. Hey! Willst du einen Fisch oder was? Ich suche nach Servus, dem Hafenmeister. Oh. Es heißt, Cepheto brachte ihn um. Ein Ort der Hoffnung, ein Leuchtfeuer in finsteren Wüstennächten. Nik eni sejeriet. Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Hm. Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Der weiß doch mehr. Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Hm. Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist verreist. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Okay. Gibt es Neuigkeiten von Servus? Verzeihung. Wer war das noch gleich? Noch eine lange Nacht. Um.
Auf Befehl von Sefetu gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Er kommt auch hier runter, aber sie nicht. Halt! Bleib stehen! Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Ich bin dieses Versteckspiel leid. Auf dem Markt treibt sich ein Fremder rum, der nach dir fragt. Was? Wer ist es? Einer von Sefetus Hunden? Ich weiß nicht, ich glaube aber nicht. Er trägt eine altmodische Marke, aber er sieht gefährlich aus. Marke? Was für eine Marke? Ein Magi-Abzeichen, glaube ich. Ein Beschützer? Behalt ihn lieber im Auge. Gucken, was der noch zu sagen hat. Kommen wir doch mal vorbei. Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Sefetus Männern. Ich suche nach Servus, im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks.
Was will er von dir? Sephetu. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Sephetu nicht sieht, kann er nicht besteuern. Ja, und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst... Dann muss es wohl so sein. Meldung! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Aufgepasst! Hast du schon was gefunden? Nein, der verfluchte Servos hat... Hey, was? Was? Da bist du ja! Ich spreng dich um! Alarm! Angriff! Dafür lass ich dich leiden! Was? Gefunden? Noch nichts. Hey! Hey! Zu mir, Brüder! Blitze ich auf! Reiß dir die Eingeweide raus! Da bist du ja! Halt, halt! Da! Kein schwerer Schuss! Und Bio beendet jetzt so. Entschuldigung. Hey! Hey, was? Du kannst nicht fliehen! Stirb, du Wurm! Dafür schlag ich dich tot! Reiß dir die Eingeweide raus!
und da duckt er sich weg. Ratte! Huch! Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Cefeto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Cefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Ja, dann haben wir das auch. So. Gott, ja, geht zu tun. Oben haben wir ja auch noch Nebenquests. Hier auch noch eine Nebenquest. Hier haben wir noch einen Schatz. Den Schatz haben wir nicht gekriegt, da waren ja die. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.